Wenn es auf den Straßen glatt wird, sorgen Räum- und Streufahrzeuge dafür, dass sie wieder passierbar werden. Zum Schutz der Umwelt wird Salz nur noch dann gestreut, wenn es aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses unumgänglich erscheint. Ohne die Streukolonnen gäbe es bei starkem Schneefall oder Eisregen kaum ein Fortkommen. Schon die Einfahrt auf eine noch ungeräumte Autobahn schafft Probleme. Die Haftung der Räder ist eingeschränkt. Wer hier nicht mit Gefühl beschleunigt, schlingert schon nach wenigen Metern. Sind Verkehrsschilder verschneit und Tempobegrenzungen, Überholverbote oder Gefahrenhinweise nicht mehr erkennbar, so empfiehlt es sich, eine den Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit einzuhalten. Bei beschlagenen, verschneiten oder vereisten Außenspiegeln so schnell wie möglich für klare Sicht sorgen. Durch die Verwendung von Salz wird allerdings die Unfallgefahr, insbesondere auf Autobahnen, erheblich gesenkt. Das Bundesverkehrsministerium hat errechnet, dass pro Kilometer 20.000 D-Mark Unfallfolgekosten weniger auftreten, wenn Tausalz verwendet wird. Wenn die in Formation fahrenden Räumfahrzeuge auf beiden Fahrspuren streuen, auf keinen Fall überholen. Beim Wechsel von verschneiten auf geräumte Straßenflächen oder umgekehrt ist wegen der unterschiedlichen Haftung immer Vorsicht angebracht. Besser nicht überholen. Starke Sichtbehinderung durch den plötzlichen Wintereinbruch. Der Wischergummi verklumpt, die Windschutzscheibe vereist. Unter solchen Bedingungen besser das Überholen unterlassen. Auf glatten Fahrbahnen wird oft mit zu geringem Abstand gefahren. Im Winter sollte jeder Autofahrer einen mindestens doppelt so langen Sicherheitsabstand einhalten wie im Sommer. Im Notfall stotternd bremsen, dann bleibt das Fahrzeug lenkfähig und spurstabil. Bei Autobahnausfahrten unbedingt die Geschwindigkeit reduzieren und nach Tacho fahren. Bei plötzlichem Schneefall sind die Ein- und Ausfahrten oft noch ungeräumt. Schnee, Sichtbehinderungen und Glatteis. Drei Gefahren, die im Winter nicht nur von Anfängern immer wieder unterschätzt werden.